Folge 268 von Simotrans. Ja, wir sind hier in Hardexen und Sean, falsche Taste, WASD ist wieder mal verkehrt. ja, wir wollen hier oben noch den weiter ausbauen und gucken gerade mal in das Städtchen rundrum. Hier, Hardexen. Ich glaube, bis da. Das ist tatsächlich nur eine Haltestelle hier auf der rechten Seite, die wir machen müssen. Nee, Bahn ist falsch. Bus müssen wir haben. Das ist hier. Und dann gucken wir gerade nach hier. Okay, das ist einer daneben. Also hier muss es sein. Gut, dann müssen wir schauen, dass wir da die Zone ändern. Das wäre jetzt irgendwie nicht so dolle. Das müssen wir gerade umbauen. Die Straße muss hier anders. Weil da muss das hin. Einer da und der Postkasten machen wir daneben. Dann passt das schon. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, welcher Bus da lang fährt. Knapp daneben ist auch vorbei. Ah, da ist schon ein Bus. Habe ich aber nie erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Stadtbus Hardexen gibt es nur einen. Gucken wir uns die Linie an. Hardexen Baustoffhandel ist der Umschlagplatz, genau. A, B, C, D, F geht noch, ne? Dann lassen wir den noch einen fahren. Das war mal irgendwann von Michael Friedrich aufgestellt, dass man das so machen sollte, ne? Linie ändern. Hardexen Baustoffhandel hinzufügen sozusagen. Sorry. Da anhalten und dann wieder zum Baustoffhandel. Das hier? Wo ist denn die Bushaltestelle? Ach, da. Jut, haben wir's, ne? Gut, erledigt. Dann sollte da auch ein Bus hinfahren. Und ab sofort sind diese zwei Zellen hier auch befahrbar. Interessant ist, dass hier gar keine Straße hinführt, ne? Na, da auch nicht. Wird schon passend sein. Gut, dann Altenau. War doch Altenau hier, ne? Ja. Altenau ist hier abgedeckt. Da oben am Wasser ist es auch abgedeckt. Das Städtchen wächst, glaube ich, mehr in die Höhe. Das ist auch abgedeckt. Und hier ist auch abgedeckt. Gut, Altenau brauchen wir nichts dran machen. Machen wir die Karte wieder auf. Gucken uns das nächste Städtchen an. Und das ist Adenau. Da ist nichts. Da oben ist was. Das heißt, wir müssen da verlängern. Wieder das auf. Kurz einmal geguckt, wo die Bushaltestelle hin muss. Die muss hier hin. Ja. Fahren wir mit der Strecke raus und ja, müssen dann überlegen. Und die ist da, ne? Vielleicht machen wir so. Machen wir hier einen länger. Bushaltestelle hin und den Postkasten daneben, ne? Passt. Jetzt müssen wir nur den passenden Bus noch finden. Wer hält hier an? Verbindung Stadtbus im Norden. Und da sieht so aus, als ob da schon genug sind. Ja. A, B, C, D, E, F ist zu viel. Der fährt da nicht mehr hin. Dann gucken wir mal, welche Connections wir hier haben. Verbindungen. Das ist Adenau West. Gut, da haben wir schon unseren Bus gefunden. Oder Linie vielmehr. Linie ändern. Und Ostdeutsches Rathaus, das heißt, der muss erst wieder zum Ostdeutschen Rathaus fahren. Dahin und dann fährt er dahin. Dann passt das. Dann haben wir das. Der Minibus fährt dahin, aber wir haben gar kein Postauto da drauf. Haben wir dann extra Weg? Weiß ich gar nicht. Und der Bus könnte jetzt mal über, müssten wir jetzt mal am Bohl. Nee. Ich glaube, der hat noch nicht so viel Kapazitäten besetzt, ne? Fünf warten da, wie wir können denn bei ihm hier rein?
35 und 4 sind es erst, na, dann lassen wir ihn so fahren, 183 passt erst, würde ich sagen. Gut, dann haben wir das da oben schon mal, aber ich sehe schon, da unten ist eine neue Stelle auch. Hier ist alles abgedeckt, aber hier links war noch was, da oben ist es. So, das bedeutet, wir machen die Westlinie noch neuer, neuer ist gut, ne? Wir lassen uns mal die Westlinie hier durchziehen bis nach da. Na, ich glaube, wir müssen sogar noch weiter nach da. Und der kann das auch hier noch anschließen. Und dann muss er hier... Ja, passt. Mal richtig gesetzt. Die Bushaltestelle dahinter. Überlappt sich hier zwar, aber ist jetzt egal. Gut, und ja, dann gehen wir wieder auf die Linie hier von Westen. Und wir ändern die Linie. Die fährt wieder unten hier zum... zum Ostrathaus und fährt dann zur Mozartstraße. Passt. Knapp daneben, ist auch vorbei. So, jetzt hat er dann drei Stellen zum Anfahren, der kleine Bus. Ja, hier knubbelt sich's natürlich, ne? Hier ist viel los. Gut, das war Altenau, Adenau, jetzt gehen wir nach Radolfzell. Gucken wir uns Radolfzell an. Hier oben ist alles gut, aber da sehen wir schon die erste Stelle wieder. Da ist eine Bushaltestelle. Bedeutet, wir müssen da auch wieder was hinbauen. Wo müssen wir da hin? Da müssen wir, ja, hier können wir hin, ne? Da wäre möglich, aber ich möchte die Straße da ja weiter hochziehen lassen, oder? Ja, was machen wir da? Da passt es eigentlich gut, ne? Komm, wir ziehen einfach die Straße da hoch. Ich glaube, so reicht's, oder? Kommt da da hin. Und kommt da da hin. Passt. Das kann dann eigentlich zu. Wer fährt hier hin? Ost ist das, obwohl es mehr Nord wäre. So, Konrad, Lilienstraße ist B, C, D, E, F. Passt. So, das war jetzt Linie Ost. Das ist verkehrt, also verkehrt ist das nicht, ne? Das ist nur nicht richtig. Wer fährt hier hin? Vorstadt Ost. Ist das was anderes? Ich glaube, das ist was anderes, ne, oder? Ja. Linie ändern. Linienstraße ist da. Das heißt, wir fahren erst hier an und dann wieder zur Linienstraße. Wo ist er? Da gibt es einen und da gibt es auch einen. Ja, machen wir da. So, dann haben wir das auch da oben. Das kann zu. Jetzt müssen wir gucken. Das ist abgedeckt. Ja, das können wir erst so lassen. Hier rechts sehe ich schon wieder die nächsten Felder. Okay. Hier ist es, aber nicht passend. Gut, dann lass uns mal gerade wieder die Haltestelle anpacken. Okay. Das wäre jetzt da. Ja, und dann, wie gehen wir da weiter vor? Haltestelle, Schilder sind da genug, ne? Wofür ist denn das da? Uiuiui, was haben wir denn hier gebastelt? Ach, da gibt's Einbahnstraßen auch und so, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig hier ist, aber wenn das so ist... würde ich sagen, binden wir die Straße besser woanders an. Das sieht so kompliziert aus. Ja. Machen wir so. Und gehen nach da einfach runter. Das ist doch passend, oder? So, dann dorthin und der Postkasten da drüber.
Passt. So, jetzt müssen wir noch gucken, wer da wohin fährt. Rudolfzell Ost. Ist schon voll, ne? Rathaus, Lilienstraße, Juppeteich. Rudolfzell West. Ist jetzt nicht so. Vorstadt Ost würde gehen. Ist eigentlich egal, dann lass uns die Vorstadt Ost machen. Dahin und wo ist die Linienstraße? Im Prinzip spielt es ja keine Rolle, welcher Bus wo lang fährt, wenn es sternförmig ist, ne? Man müsste nur mal überlegen. Zwei Passagiere. Keine. Okay, da sind fast keine Leute sozusagen. Ja, lass mal weiterfahren. So, hier haben wir abgedeckt. Hier unten ist natürlich ein sehr schönes Touristenattraktion. Na super. Oh, da unten ist auch schon wieder ein Feld. So ein Shit aber auch. Wenn ich hier hingehe, dann ist das bis dahin. Okay, dann müssen wir diese Haltestelle wohl bauen. Da parallel zu. Würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal hier länger. 1, 2, 3, 4, dann da rein. Der ist bis dahin, das heißt, ja, passt. Die kommen dahin. Und der Postkasten kommt da dran. Alles ist gut. Gut, was haben wir hier für ein Radolfzell Land ist das? Oh, das sieht gut aus. Dann können wir auf Radolfzell Land die Linie ändern. Da kommt erst der hin und dann kommt da die Lilienthalstraße wieder hin. Passt. Dann haben wir das auch. Diese Seite ist fertig. Mach das mal auch mal gerade zu. Hier ist nichts. Hier ist alles abgesichert. Und da oben auch. Hier drin haben wir natürlich so eine Stelle, wenn da was gebaut wird, ne, dann ist er doof, ne? Gut. Kann man hier nicht zweigleisig fahren? Nee, kann man nicht. Ja, ist schon eng gebaut da, ne? Gut, dann haben wir Radolfzell war das, haben wir dann auch und switchen jetzt weiter nach Döbeln. Döbeln ist am Wasser abgedeckt, so wie das aussieht. Ja, der Flughafen ist abgedeckt. Hier unten ist auch okay. Da ist okay. Hier ist okay. Ah, da oben ist was. Gut, Straße ist schon da. Kommt das hier hin? Gehen wir da hin, ne? Schütten wir auf, würde ich sagen. Der kommt dahin und der kommt da auch hin. Und dann machen wir die Straße da zu Ende und dann kommt das da beides hin. Der und der. Extra für einen Postkasten aufgebaut. So, wer fährt hier hin? Döbeln West. Ist schon voll. Oder? Ja. Döbeln West. Gibt es noch was anderes bei Döbeln? Da muss ja Döbeln Ost noch geben. Döbeln Ost hat noch Kapazitäten frei. Dann Nickelgasse. Das bedeutet, er muss erst zum Zentralbahnhof, der hier oben irgendwo ist. Da ist er. Und dann da oben hin. Fast. Erledigt. Fertig gebaut. Gut, dann haben wir Riedenburg. Jetzt ist, glaube ich, dann nur noch die Vier-Städte-Tour. Ne, ist nur Drei-Städte-Tour. Die müssen wir noch machen. Die machen wir aber in der nächsten Folge dann. Gucken danach, ne? Und ja, würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade und
gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.